Und bereits in Speyer ist unsere Kollegin Lydia gleich. Lydia, sind die Weihnachtsmänner denn mittlerweile schon bei euch in Speyer angekommen? Ja, Max, die Riding Centers lassen leider noch ein wenig auf sich warten. Ich gehe davon aus, dass sie sich noch in ihrer vorherigen Station im Seniorenheim in Lingenfeld befinden. Gleich werden sie aber anwesend sein und die ersten Spenden an das Kinderhospiz Sterntaler überreichen. Wie viel Geld dabei zustande gekommen ist, ist noch völlig unklar. Der Kassensturz muss erst noch gemacht werden. Ich muss sagen, ich durfte die Riding Centers ja heute teilweise auf ihrer Tour begleiten. Wir waren in der Kita mit dabei, die wir gerade auch schon in dem Beitrag gesehen haben. Und es ist einfach so schön mit anzusehen, wie sehr sich sowohl jung als auch alt über die verkleideten Nikoläuse freuen. Und diejenige, die die Spenden gleich entgegennehmen wird, ist Anja Herrmann vom Kinderhospiz Sterntaler. Frau Herrmann, was werden Sie denn als allererstes mit den Spenden machen? Ja, durch die Spenden unterstützen und finanzieren wir unsere Kinder- und Jugendhospizarbeit in Dudenhofen. Die Riding Centers konnten letztes Jahr ja etwas mehr als 100.000 Euro sammeln. Inwiefern sind Sie denn auf solche Spenden angewiesen? Ja, da die Hospizarbeit oder Kinderhospizarbeit eben immer noch überwiegend über Spenden finanziert wird, sind wir jedes Jahr immer wieder auf Spenden angewiesen und um so unsere Arbeit eben auch leisten zu können und die Familien zu begleiten. Heute ist ja auch Nikolaustag. Geben Sie uns doch gerne mal einen Einblick. Wie verbringt man denn den Nikolaus in einem Kinderhospiz? Genauso fröhlich, wie wir es kennen, mit Musik, mit Lachen, mit Weihnachtsmännern, Schokoladen, Gebäck und Backen und einem wundervollen, schönen Nikolaustag. Wie blicken Sie denn derzeit generell auf die Zukunft des Kinderhospizes? Also auf die Jugend- und Kinderhospizarbeit natürlich positiv, denn wir haben viele Anfragen und es ist sehr viel Bedarf. Über die Spendensituation muss man abwarten, wie sich die verschiedenen Situationen der letzten 2 Jahre eben auswirken werden, auch auf unsere Einrichtungen. Für die Riding Centers geht es nach Speyer ja dann noch weiter nach Schwegenheim. Wie dankbar sind Sie den Männern und Frauen denn für ihre Arbeit? Ja, unsere Santas sind unsere Herzensmenschen. Also zum einen bringen sie den Menschen Herzenswärme, Herzensfreude und ja den Nikolaus und das Miteinander zurück. Und sie unterstützen uns in unserer Arbeit und bekommen Unterstützung durch die Menschen. Also wir sind sehr dankbar und sind froh, sie an unserer Seite zu wissen. Sehr schön, Frau Herrmann. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Und damit zurück zu dir, Max, und noch einen schönen Rest-Nikolaustag an alle Zuschauer da draußen.